Ein Weltmeister auf Abwägen. Frank Stäbler und der tägliche Gang auf die Baustelle. Der Ringer baut ein Haus daheim in Mussberg. Ein Eigenheim für sich und die Familie. Jetzt heißt es Steine schleppen statt Trainingslager in Tokio. Ein Knochenjob für den Athleten. Der Hausbau ersetzt das Krafttraining, oder? Leider nicht, aber ich sag mal so, der Coach ist froh. Er sagt einfach, Doppelbelastung. Vom Kraftraum oder von der Matte geht direkt auf die Baustelle und dann muss man ab und zu wieder anpacken. Schon anstrengend, aber man lernt auch was. Ja, absolut, aber ich habe auch ein super Team um mich rum. Gerade von meinem Generalunternehmen, wo da eigentlich den absoluten Großteil abnimmt. Und ab und zu kann man mal aushelfen, aber ansonsten versuche ich die Kraft im Kraftraum oder auf der Matte zu lassen. Der Neubau, nur wenige Meter vom Bauernhof der Eltern. Hier wohnen die Stäblers noch bis zum Einzug. Im ehemaligen Hühnerstall hat sich der weltbeste Mattenkämpfer letztes Jahr sein eigenes World Camp gezimmert, um sich optimal auf seinen letzten großen Auftritt in Tokio vorbereiten zu können. Dann aber die Riesenenttäuschung, die Absage von Olympia. Die ersten Tage waren wirklich unglaublich schwierig, weil plötzlich der ganze Traum, die Vision, was so omnipräsent vor ihm war, so erloschen ist. Und natürlich existiert sie noch, 2021, aber das Ziel ist so weit in die Zukunft gerückt. Frank Stäbler wäre aber nicht das schwäbische Motivationsmonster, hätte er aufgegeben. Der 31-Jährige verschiebt sein Karriereende einfach mal um ein Jahr. Will für Tokio 2021 in Hochform bleiben. Dafür trainiert er weiter zweimal am Tag. Ein Kraftakt. So einer hier. Ich persönlich weiß, wenn du Weltmeister werden willst oder Olympiasieger, dann musst du mehr geben. Und dann musst du jeden verdammten Tag am Limit trainieren. Und das sind so viel Blut, Schweiß und Tränen, sag ich immer, wo man jetzt extra vergießen muss. Nochmal über 12 Monate. Und das macht einen fertig. Und wenn man da nicht immer jeden Tag sich die Vision und den Traum ins Bewusstsein ruft, für was mache ich das Ganze, ist es unfassbar schwer, da durchzukommen. Die Familie sorgt gerade jetzt für die nötige Auszeit. Der Weltreisende in Sachen Ringen ist seit Corona ungewohnt viel zu Hause. Bei Frau Sandra und dem 2-jährigen Töchterchen Alia. Wir genießen die Zeit jetzt zu dritt und es ist wirklich schön. Weil sonst ist er ständig unterwegs und jetzt haben wir genießen die Vorteile. Corona sei Dank, ja. Kann man in diesem Bezug wirklich sagen, ich habe so viel Zeit wie noch nie davor gehabt mit der kleinen Maus. Und das ist was ganz Besonderes, gell? Okay? Ja, da! Nee, weil davor war man immer unterwegs. Ich war maximal 2-3 Wochen immer zu Hause. Und jetzt sind wir so zusammengeschweißt wie noch nie zuvor. Okay, mein Schatz? Ja. Komm. Steck dich. Umso mehr freuen sich die Stäblers aufs eigene Heim. Der Rohbau steht. Willkommen zu Hause. Bald. Bis Weihnachten wollen sie einziehen. Ein schwergewichtiger Mitbewohner ist schon da. Hier habe ich einen aus der Schweiz, aus Wals, einen wunderschönen Findling gefunden, wo einfach hier sitzt. Alle fragen mich zwar, warum machst du dir einen Fels ins Wohnzimmer? Und keine Ahnung, er hat mir gefallen. Ich fand ihn wunderschön und einfach mal ein Highlight. Und jetzt, seit er da ist, war ein großes Risiko, umso schöner. Eine Energiequelle im Haus. Die Energie kann er gut gebrauchen. Nächsten Sommer will der Weltmeister wieder ganz nach oben steigen. Nicht aufs Baugerüst, dann aufs Siegertreppchen von Tokio. Die olympische Medaille für Mussberg, sie ist der letzte große Traum des Frank Stäbler.